Oder auf jeden Fall zweiter Teil. Und zwar geht es jetzt darum, dass ich diese große Betonmaschine, die so groß ist wie ein normales Schiff, sagen wir 300 Meter lang, dass ich die Bohr eben schon voll mache, mit dementsprechendem Material, also praktisch direkt an einem Kai. Dann fahre ich sie vor Ort, mische durch und dann lasse ich das Zeug runter. Und zwar kann man dann eben entsprechend vielfältige Betonsachen bauen. Dann, wenn es draußen ist, das Zeug, kann man es ja auch dann mit Meerwasser zum Beispiel wieder reinigen. Und dann, wieder zurück zum Hafen, da wo man dann wieder befüllt hinfahren und dann. Was? Nein. Man kann sich das immer wiederholen. Da kannst du dann riesen Städte im Meer bauen.